Hey ho und willkommen zurück am wärmenden Lagerfeuer von Let's Play Tales of Symphonia. Wie geht's jetzt weiter? Muss ich dich hier nochmal ein bisschen von hinten? Dein Haar ist im Weg. So. I'm gonna go for a little walk. Ich komm mit. You want me to come? Thanks, but I'll be fine by myself. Sie hat mich abgewiesen. Rejected. Es giert nach Schmerzen, nach dem Blut weißhaariger kleiner Zwerge. Hey, shut up, Genus. Hat die ihre Tage? What's happening to me? Du wirst erwachsen, Kind. So, hier stehe ich an den Ruinen. Ich werde mich jetzt nochmal aufmachen in die Ruinen und gucken, ob ich noch diesen komischen Schatz kriege. Ja, das werde ich dann kurz da demonstrieren. Geh weg, du Schleimige. Geh weg, geh weg. Und dann werde ich euch wieder treffen in der Stadt. Bis gleich. Ich bin müde. Gehen wir ins Gasthaus. Genis, du wirst dich stolpern. Ach was, kommt schon. Ahaha, Geschichte recht. Ne, ne, ne. Ich sollte es mich nicht aufziehen, wenn ich rejected, also abgewiesen werde von der süßen, lieben, zarten, anbeißenden, leckeren Colette. Da hast du es. Du stolperst immer leicht, daher solltest du ruhiger angehen. Ich kann nicht mehr lesen, mein Gott. Aber. Kein Aber, also wirklich. Deshalb sage ich dir immer, du sollst vorsichtig sein. Sieh doch, du bist verletzt. Es ist doch nur ein Kratzer, es blutet ja nicht mal. Ruhe, der Sand von Triet ist sehr fein, die Wunde könnte sich entzünden. Glaubst du wirklich, du könntest dich auf dieser Reise so benehmen? Lecker Blut. Ich kann nicht unterscheiden, ob Professor Rain jetzt sauer oder besorgt ist. Wirklich? Sie ist fürsorglich und sanft. Ihr Verhalten wird vermutlich von der Liebe zu ihrem Bruder bestimmt. Yay, ich bekomme die Titelschwesterliebe. Mal gucken, ob der besser ist als das andere Ding, was ich habe. Status. Rain. Archäologentick, mal sehen, was Schwesterliebe stärkt die Stärke und Akku. Senkt dafür TP und Int. Für einen magieorientierten Charakter scheint es mir nicht sinnvoll zu sein, Schwesterliebe anzulegen, also werden wir das mal so handhaben. Ja. Moment. Loch? Hatte ich jetzt doch überprüft? Was mache ich eigentlich hier? Ja, ich wollte nochmal pennen gehen. Ja, und dann sehen wir uns. Na, ich sollte vielleicht noch kurz etwas anderes anmerken. Und zwar, ja, ich bin nochmal in der Ruine gewesen und habe gesehen, diese komischen Dinger, also diese Plattformen, waren noch an ihrem ursprünglichen Platz. So, ich weiß, dass ich in meinem allerersten Probespielen mal ins. Was hast du vor, Colette? Willst du mit mir aufs Zimmer gehen? Ah, ich werde für die Sicherheit der Leute von Sylvarand beten. Nun, dann tu das! Und geh mir damit nicht auf. Ich verstehe. Ich habe das schon mein ganzes Leben lang gemacht. Es wäre seltsam, wenn ich es nicht tun würde. Du bist wirklich hingebungsvoll, aber ich denke, etwas anderes sollten wir von der Auserwählten auch nicht erwarten. Sollte sie sich nicht reproduzieren für den Fall, dass sie versagt? Auf Wiedersehen! Ist das ein Mann oder ist das eine Frau? Es hat auf jeden Fall eine geile Mütze an. Die haben irgendwie alle geile Mützen an, oder? Guck mal, der sogar mit Schwanz! Oh, leg dich hin! Leg dich hin, ich will mich auf deine Mütze setzen! Ja. Was wollte ich sagen, habe ich es ausgeführt? Ja, die Plattform hat sich bewegt. Ich weiß nur, dass ich, als ich mal in meinem Probespiel den Dungeon verließ und hier in die Stadt ging, dass dann alles wieder so war wie vorher. Ich probiere es jetzt einfach nochmal und sollte sich da nichts verändert haben, werde ich mich auf den weiteren Weg begeben. Also bis zum nächsten Mal. Also bis gleich. Nur um es zu dokumentieren. Rain hat jetzt gerade in diesem Zufallskampf Sharpness gekriegt, den Titel. Keine Ahnung wofür, ich habe keine Ahnung. Nur um es kurz zu dokumentieren, hier hat sich nichts getan, Kotz, Wirk. Ich komme an diesen Mist da nicht ran, ich hätte es machen müssen, bevor ich
hier hinrenne und das den Mist anzünden. Oder kann ich das nochmal hier ändern, auspusten? Nein, es geht nicht. Falls noch jemand irgendwie wüsste, wie ich das hier ändern kann, damit ich diese Schatztruhe dann noch erreiche. Oder welche das war. Sagt mir bitte Bescheid. Ansonsten war's das mit dem Titel. Kotz. Okay, wir sehen uns draußen wieder. Bah, wieder draußen und etwas sehr stark angefressen. Narf, narf, narf. Es wurmt mich jetzt doch sehr, dass ich diesen Titel für den betreffenden Charakter nicht mehr kriegen kann. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas wie die Pest. Missables durch. Dadurch, dass ich diesen Dungeon erst einmal nicht so wirklich gut gespielt habe vorher. Narf, 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 das trägt nein! Heide, nein, andauernd irgendwelche Unterbrechungen. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo ich... ja, gut, hier wollte ich nämlich genau hin. Wie man auf der Karte sehen kann, oder nicht sehen kann, ist der weitere Weg im Grunde von Gebirge umschlungen und umrungen. Und das hier ist der Analstein. Ja, Fernsicht in der Wüste ist aktiviert und deswegen können ich jetzt hier auf den Scheißköter draufsteigen und ihn reiten. Mal ganz kurz gucken. Ganz kurz gucken. So, hier gibt es noch irgendwas. Irgendwas gab's hier noch. Weg, du Tier. Was? Was, warum? Andere Region, anderes Ding. So, jemand hier... Wie ich gerade so dreist unterbrochen wurde, wie man... Gegner. So, trägt man das leuchtende Ding. Ich sag mal lieber, du siehst glücklich aus. Wir wollten unsere Chancen ja nicht vermasseln. Ufts. Es mag vielleicht unpassend sein, aber ich habe sehr viel Spaß und bin richtig glücklich. Warum? Nun, ich bin so viele... Weil ich so viele Freunde gefunden habe. Bisher warst du mein einziger Freund, weißt du? Das wäre schön, wenn es dabei geblieben wäre. Yeah. Naja, keine Beatbox, Bernd, nein. Keine Beatbox, Lord Berndola, meine ich. Yeah, wir kletten, wie kletten aneinander. Und haben uns an unserem Klettenstellenteil miteinander verklettet, häufig. Nein, ich war die Klette. Oh, noch besser. Und du warst so nett und hast mich immer dazu geholt. Warum hatte ich noch eine andere Klette währenddessen dabei? Daher warst du in die Serie auch mein bester Freund. Danke. Irgendwie ist das das gleiche wie so ein Skit oder wie das heißt. Skit, ich brauche dich. Komm, ich holen. Jawohl, Michael. Ja, und es geht... Nein, geh weg. Wie ich immer so dreist unterbrochen werde hier. So, und hier geht's weiter über den Ossa-Pfad. Der Ossi-Pfad ist weiter im Osten. Ja, Grüße an die ostdeutschen Mitmenschen. Was ist das da für ein roter Pömpel? Den will ich mal untersuchen. Was? Warum? Roter Pömpel? Sag mir nicht, ich soll stoppen. Ich habe das gesehen, was ich gegen Colette austauschen sollte. Du würdest es doch jetzt... Is she a friend of yours, Lloyd? Ich hoffe doch. Hoffentlich war das die andere Klette. Klette. Nein. Klette. Doch, war richtig. Schwarze Haare. Tiefer Ausschnitt. Und die Strumpfhose. Prepare to die. Was schon wieder? Hast du noch andere Typen, Frauen eingesperrt? Die, Leute heiß machen könnten. If she had not fallen in, you might have been killed. Ja, unser Naivchen. But... Ich versuche meine Reputation bei der Kleinen ein bisschen zu steigern, deswegen sage ich mal, es tut mir leid. Well, I guess I do feel a bit sorry for her. I hope she's okay. Aber was machst du eine Klappe da mitten auf dem Berg? Even assuming her weight to be 45 kilograms. Was sehr wenig ist.
and this hole to be 10 meters deep, and calculating the gravity constant at 9.8, the impact shouldn't have been fatal. Aber für japanische Verhältnisse könnte es sogar viel sein. Gravity constant? I don't understand what you just said, but she's alive, right? Also 10 Meter hört sich aber verdammt viel an. Und man kann ungünstig aufkommen. Ein Wartungstunnel? Wozu braucht ein Weg, der aus Dreck und Gras besteht, ein Wartungstunnel? Hey, Almui! Ja, aufbrechen. Hey, Almui! Was ist mit dem Abwasserkanal? Wenn hier Leute rumpinkeln, könnte das unten rund rein sickern. Wir brauchen einen Wartungstunnel! This area is too confined. The footing is poor. It would be wise not to linger. Das macht keinen Sinn! Wozu braucht ein Berg einen Wartungstunnel? Um die Wurzel von hier unten zu kitzeln, oder was? Um ein bisschen mit einer Spritze ein bisschen Wasser ran zu spritzen und noch mehr spritzen, spritzen, spritzen. Oh ja, was machst du denn? Oh, ein Kampf. Oh, Vampire oder was? Obwohl, nein, das sieht aus wie... Ah, unterbrechen beim Zaubern. Frau will unterbrochen werden. Stirb, Frau. Frau. Oder leg dich hin. Ey, ey. Pff. Ey, du willst ja Samenraub machen oder was? Keine Ahnung. Frau. Au, hör auf, mir einen mit deinem Stöckchen über den Kopf zu stocken. So, neue Gegner. Ach ja, und wie man sehen kann, haha, Colette hat, schwebt jetzt fein mit ihren Flügeln auf magisches Tuch 2, Reis 2, Level 2, ab. Und viel, viel Gold, sehr schön. Und Pflanze, yay, kennen wir das schon? Nein, es sind, was sind das für Viecher? Bär und Mandragora. Ich dachte, Mandragora sind irgendwelche Pflanzen und keine Typis. Aua, Bär. Aua. Ja, ich habe mal gelesen, es soll blocken, 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 aber ich kann nicht blocken, blocken, blocken. Ich denke immer, ich will draufhauen, aber das tut's irgendwie nie so, wie ich will. So, der große, dicke Bär. Block. Wie soll ich denn blocken? Immer, wenn ich mitten im Angriff bin, werde ich hier umgemanscht. Weil ich nicht blocken kann. Aber hier gibt es viele Erfahrungspunkte, das könnte ich zum Vorteil benutzen, oder was auch immer. So, hier gibt es anscheinend keinen geheimen Gang, aber Hundi! Oder ein Hundi mit Waschbärkopf. Ah, es sind Bären! Wer hätte gedacht, dass... Au! Dass da... Neuen Spruch gelernt. Spread my wings and fly... Oh, spread bedeutet Wasserfall. Au! Au, hör auf mich lieb zu haben! Hör auf mich lieb zu haben! Ich mag's nicht, wenn große, haarige Männer mich lieb haben. Ich mag nur Colette. So, ich koch was. Yay, erfolgreich eine Kohlhydrat. Kohlrühlade. Das ist auch interessant. Oh, ein Schätzchen. Ich meine, eine Schatztruhe. Kampfstab gefunden. So, wem gehört denn der Romnum? Kampfstab. Bestimmt der ollen Lehrerin. Moment, ausrüsten. Ding, 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 ding. Rain! Kampfstab. Oh, sieht gut aus. So, bitteschön. Moment, ich hatte auch mal irgendwas gelesen. Moment. Aha, mit Start kann ich hier gucken, was die Dinger so können. Und ob sie auch irgendwelche elementaren Eigenschaften aufweisen. Mein Vogel. Der letzte Dodo, oder was ist das? Falke, nein, Axtschnab. Ja, Spread, Spread. Oh ja, Spread gefällt mir. Oh, das grüne Ding. Die Öko-Sara. Warum sage ich Öko-Sara? Nun ja, ich habe eine Gemüsefreundin in... also, nein. Ich meine nicht, dass meine Freundin eine Gemüsefreundin ist, sondern eine gute Freundin von mir ist eine Gemüsebrauerin. Also eine Vegetarierin. Grüße an alle Vegetarierinnen. Und wir finden Kohl. Wie passend. Muhaha. So, weiter geht's. Wir haben Kohl. Wir haben Rouladen. Daraus machen wir Kohlrouladen. Oh, Hundi. Ach ja, stimmt. Das waren Bären, keine Hundis. Mein Gott, warum sehen die aus wie Hundis, wenn das Bären sind? Oh, den mache ich auch noch platt. Platt gemacht ist wunderbar. Oh Gott, ich sollte ja in den Gebieten erstmal die Viecher wegräumen, bevor ich aufnehme. Heidenei, was für ein Aufwand. Oh, wunderbar. Was wird uns hier noch mehr erwarten? Was wird sich in den Truhen befinden? Und sehen wir diese schnucklige Dame nochmal wieder. Das und mehr in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia. Final Master 13 wünsche ich noch einen schönen Abend. Bye.